Moin, liebe Märchenfreunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist natürlich immer noch Kenny und ich begrüße euch zur nächsten Episode von Kingdom Come Deliverance. Wir wollen hier rein, nach Atai. Also, ohne lang Rumgemache, rein da. Probieren wir es mal. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Razzig Kobilla von Dvojitz. Sicher. Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Schlosswache, dass wir da keinen Erfolg haben, großartig irgendwie mit denen zu diskutieren. Komm, wir probieren es mal gleich mit Geld. Vielleicht überzeugen dich ein paar Münzen. Wie viel willst du? 10 Gold will er gleich haben. Na mal gut, dass wir schon... ich versuche mal nicht zu viel zu falschen. Mal gucken. Ich probiere es mal mit 9. Sind wir uns einig? Das ist zu wenig. Oh, geiziger Sack. Na komm. Ist das genug? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Okay. Lässt sich aber nicht drauf ein. Dann müssen wir halt die 9 halt machen. Sieh nur, wie gut wir miteinander auskommen. Ja, klar. Reinspaziert. Na gut. Aber wir kommen immerhin schon mal nach Ratai. Und wir müssen direkt hier hin. Auf der Map. Überhaupt mal für euch. So zur Info. Wir sind jetzt hier in Ratai. Und von hier kommen wir. Hier waren wir unterwegs. Da oben ist die Mühle von Peschek. Und ich bin jetzt ja aber schon mit dem Weg hier hochgelatscht. Und habe gedacht, das kann ich euch jetzt ja schon mal direkt abnehmen. Und ja, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir hier unseren Lehnsherrn finden können. Den Herrn Razzig. Mal gucken, der sich irgendwo rumtreibt. Wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist... Gottblitz, er ist's wirklich. Ja, moin. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Ich möchte zu Herrn Razzig. Ich muss Herrn Razzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Ratai. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Razzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Sicher wirst du das. Na denn, wollen wir mal gucken. Geht's denn hier rein? Das ist auch schon ein bisschen finster hier, ne? Mal hier rein, mal gucken. Das ist diese Ritterhalle finden. Immer die jetzt ist. Oh, Schloss knacken, sehr schwer. Oh, ein Abort. Könnten wir uns sogar hinsetzen. Ach nee, aber nicht jetzt. Hallo, Bürgerin. Oh, da kommt auch gleich die Wache. Sollen wir mal öffnen und gucken. Hier rein? Hallo? Ist in einem privaten Bereich. Was schnüffelst du hier so rum? Ja, sorry, Mann. Das wollte ich nicht. Schrei mich doch nicht gleich an. Darf ich hier rein? Ja, das ist gut. Was zur Hölle war das? Nischt war das. Nischt. Ah, nischt. Ist alles ruhig. Alles gut. Ja, aber ich brauche diese Ritterhalle. Ich könnte mir jetzt fast vorstellen, dass ich eine Etage zu tief bin. Kein Lebenszeichen. Weiß Gott, was das war. Okay. Dann gehen wir doch mal eine Etage höher. Gucken wir mal, ob wir hier dann eher Erfolg haben. Ah, hier ist zumindest noch eine Tür und da steht noch eine Wache vor. Das könnte Sinn machen. Mal gucken. Ja, oh, das Icon hat sich auch geändert. Ja, das sieht gut aus. Vero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Ratai genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Razzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht.
Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden. Aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund gingen die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Rathay. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle! Überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität. Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer.
Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht, Herr. Na, das geht nochmal gut aus für Heinrich, oder was? So, und jetzt, da wir ja in den... Es ist verboten, hier in der Nacht ohne Licht herumzurennen. Das ist ja gut. Schreib mir doch nicht gleich an. Dann muss ich wohl ein Licht mal entzünden. Wird man hier gleich angemacht von der Seite, wo man hier nicht gleich die Fackel anhat. Meine Fackel jetzt an? Nee, immer noch nicht. Der rückt mir hier auch nicht von der... So, jetzt. Entspannen Sie sich. Meine Güte, also. jetzt sind wir also in den Dienst von Herrn Ratzig gestellt worden, beziehungsweise hier von seinem Kumpanen, dessen Name mir jetzt gerade schon wieder entfallen ist. Das ist ja hier der Pfarrer, der ja irgendwie nicht so ganz so nett drauf ist. Genau, von Herrn Hanusch wurden wir an den Dienst gestellt. Erzählt uns der Pfarrer was Interessantes? Wer kann mir das Lesen beibringen? Das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Okay, gut. Mächtiger als das Schwert. Das, ja, klingt wichtig. Okay, schauen wir doch mal auf unsere Map, was wir hier so haben. Genau. Ich habe hier schon so eine Faustkämpfer-Quest gestartet, mehr oder minder. Was haben wir hier? Begib dich auf den Übungsplatz und sprich mit Hauptmann Bernhard. Ich glaube, das machen wir besser erst am Morgen. Wir werden jetzt einmal hier Schnellreisepunkt. Schnellreisen, ja. Zur Mühle von Peschek. War schon mitten in der Nacht. So. Und wir haben unsere Fackel hier dabei. Leute. Und dann würde ich sagen, dann hauen wir uns nämlich erstmal aufs Ohr. Pennen mal eine Runde. Dann, wie ihr am unteren Bildschirmrand sehen könnt, sind wir nämlich auch ein wenig müde. Die liegen hier sogar schon alle bereit. Wir essen erst nochmal was hier aus dem Topf. Und dann legen wir uns nochmal hin. Und ja, schlafen und speichern noch erstmal eine Runde. Das klingt auch vernünftig. Und wir pennen mal bis zum Morgenanbruch. Ah komm, wir pennen mal so. Komfort 50, Sattheit. Energie, ah, wir müssen unsere Energie auch aufladen. 94%, 100%. Oh, 9 Stunden schlafen? Dann machen wir mal 8, komm. Machen wir 8 Stunden. Zack. Hat zwar gefühlt schon einen halben Morgen verpennt, aber naja, was soll's. Wie lange pennt ihr immer so? So, habt ihr so eine Golden Hour, wann ihr mal aufsteht? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oh, kommt jetzt was? Nö, nur gespeichert. Gott sei Dank. Ich dachte schon, jetzt kommt sonst was. Unsere Fackel haben wir auch noch an. Perfekt. Gut, wir haben jetzt Hunger gar nicht mal so großartig. Das ist auch gut. Können Sie mal hier waschen einmal. Zack. Morgens gleich. Und dann können wir unsere Fackel hier auch gleich wieder rauspacken. Und dann würde ich sagen, diese Schnellreisefunktion ist natürlich nicht verkehrt. Oberes Tor von Ratai. Sollen wir da jetzt einmal hin schnell reisen? Ne, wir reisen einmal nur hier zum Stadttor von Ratai. Einmal fix, zack. Und dann von hier aus schreiten wir doch jetzt einfach mal durch das morgendliche Ratai und schauen uns das Ganze hier mal ein bisschen an, zu Fuß. Hier sind wahrscheinlich die ganzen Flüchtlinge angekommen aus Galitz. Die leben jetzt alle hier. Kriegen sich mit den Städtern in die Haare. Natürlich auch echt blöd für die.
Kunesch. Dem haben wir doch auch schon die Nase mal dekoriert. Dem schnacken wir mal. Richtig beobachtet. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Mir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. Du Bastard. Sei vernünftig. Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Ich könnte dich hier und jetzt töten. Leck mich doch. Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Mal gucken. Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Hältst du das für klug? Tue ich nicht. Na schön. Ich hab Schulden bei dir. Und was soll ich machen? Glaubst du, du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich hab. Aber vielleicht... Vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst. Wenn du dann die Schulden vergisst. Ich höre. Na gut. Spuck's schon aus. Nix da. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Also schön, lass uns auf den Kuhhandel ein. Schön. Raus damit. Als wir aus Scarlets geflüchtet sind, habe ich was aufgeschnappt. Kein Schimmer, wer es gesagt hat. Wunder, dass ich überhaupt was gehört habe. Jedenfalls hatte einer unter einem Taubenschlag Münzen versteckt. Unter einem Taubenschlag? Das ist alles? Mehr weiß ich nicht. Wie viele Taubenschläge kann es in Scarlets schon geben? Wenn du die Eier hast, zurückzukehren, findest du ihn bestimmt. Wir werden sehen. Okay. Interessant. Na gut. Wenn man denn nochmal dahin zurückkehrt, dann könnte man ja mal schauen. Also hier gibt es so verschiedene Händler tatsächlich. Genau. Genau, ein Waffenschmied, meine ich, war doch hier irgendwo auf der Ecke. Oh, Schloss knacken? Nee, ich will keine Schlösser knacken. Ich wollte einmal hier so vernünftig wie ein ehrbarer Bürger den Laden betreten. Aber hier gibt es so Tränke und sowas. Aber die haben wohl noch nicht auf, wa? So wie es aussieht. Schneider gibt es hier auch. Scarlets liegt in Trümmern. Schreiber. Was willst du von mir? Ja, nö. Ich will sie jetzt gar nicht so voll quatschen hier. Habe ich gerade gar nicht so Bock drauf. Könnte jetzt hier natürlich auch in die Läden einbrechen und so. Aber das halte ich für nicht so schlau. Ist eine Apotheke auch noch? Ja, okay. Aber das wird alles noch kommen. Genau, die Kirche, die ist hier. Das große weiße Gebäude mit dem spitzen Dach. Wer hätte das gedacht? Ein Rüstschmied ist hier auch, genau. Ja, hier ist wohl so der Schandplatz. Weiß ich nicht, wie nennt man sowas hier? Wo Leute... Pranger, am Pranger gestellt wurden. Danke, genau. Ja, hier werden die Leute dann zur Schau gestellt. Oh, hier steht ein Pferd einfach so rum. Kann ich das mitnehmen? Und Hans Carpons Pferd. Das ist wahrscheinlich eine schlechte Idee, das mitzunehmen, oder? Aber da kann ich auch nicht aufsteigen. Schade. Na gut. Krämerladen. Was das hier nicht alles gibt. Der Tag ist jung. Wir wollen dann jetzt also einmal uns hier in der Quest weiter voranwühlen. Mal gucken. Wir müssen den Weg hier nämlich nach links einschlagen, meine ich. Prüf nochmal hier auf der Karte. Genau, wir wollen hier hin zum A. Genau, zum Hauptmann Bernhard wollen wir. Also, zum Übungsplatz. Dann machen wir das auch. Geschenke haben wir entdeckt. Ah, perfekt. Das ist auch immer wichtig. Jäger haben wir entdeckt. Ach, Leute, es gibt so viel zu tun, was wir noch alles machen können. Und noch eine Kirche haben wir entdeckt. Heide Röslein. Also erstmal zu Hauptmann Bernhard. Schmied gibt es hier auch. Das ist hier die obere Burg von Herrn Hanusch. Genau, da vorne läuft er, glaube ich, sogar gerade. Und wenn man vom Teufel spricht, genau, hier ist dieser Turnierplatz, wo ja ab morgen wohl sogar Turniere stattfinden. Aber davon sind wir noch ganz weit weg. Also meine Skills sind echt sehr bescheiden, was das angeht. Das wäre noch wahrscheinlich noch geschmeichelt. Bescheiden. So. Oh, und ich sehe gerade wieder am unteren Bildschirmrand, dass Heinrich schon wieder ein wenig Hunger hat. Aber das ist gar nicht so schlimm. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal am Kampfplatz angekommen. Und da steht auch schon der Herr Bernhard. Ich glaube, ich schmeiße hier vorne noch was zu futtern rein. So ein Brötchen soll es ja eigentlich tun, oder? Essen? Zack. Jawohl, hat schon gereicht. Perfekt. Na dann, reden wir mal mit Hauptmann Bernhard. Mal hören, was er zu sagen hat. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Na dann. Grundausbildung, Abfahrt. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt.
Das bin ich wohl. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen, da Herr Ratzig es wünscht. Und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Nee, wir fangen mal lieber mit den Grundlagen an. Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Gott bin ich. Scharfer Hund, wa? Du hast gelernt. Ausbildungsritter. Zeig uns, welches Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Halt stillstehen? Okay, immer in Bewegung bleiben. Okay. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Zuschlagen. Starker Angriff. Okay. Nicht schlecht. Sehr gut. So ist's recht. Gut, okay. Das Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Okay, wir wollen jetzt mal zustechen. Nicht schlecht. Zustechen. Gut. Genau. Kommen wir ihm auch nah, ne? Zuschlagen, zustechen und in Bewegung bleiben bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Okay. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Ja, dafür muss man halt bloß die Genau. Gut gemacht. Genau. Okay, Kombos haben wir auch gekriegt. Verteidigung. Einen einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Sei achtsam und bewege dein Schwert im Einklang mit dem deines Feindes. Okay, abwehren. Q gedrückt halten. So ist's recht. Okay. Wo kommt er jetzt? So ist's recht. Okay. Blocken. Nicht schlecht. Ah? Oh, das hat uns getroffen. Verflucht. Gut gemacht. Okay. Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Eieiei. Halt dich an und halt dich nicht zurück. Oha, das war schon mal ein Schlag ins Leere. Guter Schlag. Eieiei. Boah, ist einfach ausgewichen. Habt ihr es gesehen? Verrückter Hund. Ich habe aber keine Ausdauer, ne? Der macht mich hier gnadenlos alle. So, mal ein bisschen zur Luft kommen wieder hier. Neue Stufe erreicht Schwert. Da vermöbelt er einen aber hier richtig gleich. Ist gleich auf den Sack. Boah. Boah. Macht ja auch keine Gefangenen, ne? Kann ich ihn ja auch irgendwie treten mit F? Nee, das geht wohl nicht. Gut, das reicht. Wie es scheint, kommt viel Arbeit auf uns zu. Aber so ist das Leben. Versuchen okay. Wir etwas Fortgeschrittenes. Eieiei. Halte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn okay. Ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an, an der ich mein Schwert nicht halte. Nee, das hat nicht gepasst. Schön. So ist's recht. Schön. Nein, nein, nein. Nicht schlecht. Genau. Okay. Gut. Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Okay. Dann greif ihn mal an. Ausbilder angreifen. Mach ich. Oh, neue Stufe erreicht. Sehr schön.
Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Okay. Gut gemacht. Okay, das war zu früh. Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Okay. Nochmal. Au. Schön. Okay, das haben wir auch hingekriegt. Ah, nicht schlecht. Das war zu früh. Das war zu früh. Ja. Habe ich ja schon gemerkt, Bernhard. Nun sei doch nicht gleich so ein harter Hund wieder. Zack. Gut. Okay, einmal noch. Okay. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Oha. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Okay. Dann mal los. Gut gemacht. Au. Gut. Oh, das war zu früh. Finde den richtigen Rhythmus. Ja, ja. Schau, wie sich das Schwert bewegt. Beweg dich gleichermaßen und wehr es ab. Okay. Zack. Nicht schlecht. Okay, also wirklich erst, wenn das Schwert auf mich zukommt, dann macht's Sinn. Also jetzt. Okay. Sehr gut. Eieiei. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du okay. Musst üben. Los geht's. Dann gucken wir mal auf sein Schwert. Okay. Oh, das war zu schnell. Heinrich. Oh, das ist doch der Hans, ne? Will der denn? Warum rennt der überhaupt hier rum wie der letzte Lude? Guckt euch das mal an. Was führt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Razzis geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Razzis hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Oh ja. Hau rein. Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Okay. Greif an, ich zeige es dir. Dann? Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Okay. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Wie weiche ich aus? Angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Na dann. Schön. Nicht schlecht. Gut gemacht. Okay. Und nun etwas schneller. Das ist tatsächlich einfach nur den Rhythmus zu gewöhnen. Die lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Okay. Schön. Okay. Nicht schlecht. Einfach die Richtungstasten wirklich bedienen, dann genau. Weicht man aus. Und die letzte Lektion für heute, ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's okay. Mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Und wie mache ich das? Bereite den Angriff vor, indem du gedrückt hältst, wechsle danach die Angriffszone und starte den Angriff. Ah, okay. Genau. Eine Finte. Genau. Okay. Nee, das war nicht gut. So. Ich so. Sehr gut. Genau. Nee, das nicht war nix. So. Ja, ist ja gut. Nein, nochmal. Nein, nochmal. Oh Mann.
So ist's recht. Okay. Sieh an, sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Aber okay. Nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Du kannst hierher kommen und mit mir üben, wann immer dir danach ist und du nichts Besseres zu tun hast. Ich kann dir bestimmt noch etwas Neues beibringen. Okay. Warte. Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Komm mit. Okay. Jetzt kann ich den... ich kann jetzt jedes Mal zum Übungsduell herausfordern. Na, das ist doch schon mal was. Bogenschießen sollen wir auch noch machen? Na, dann mal los. Hauptmann Bernhard. Mal die Beine in der Hand, Junge. Wir essen zeitig. Mann, Mann, Mann. Also, es ist verdammt viel, was man jetzt im Schwertkampf erstmal lernen muss, finde ich tatsächlich. Aber ich glaube, wenn man sich das wirklich richtig verinnerlicht, glaube ich, kann das gut von der Hand gehen. Könnte ich mir vorstellen. Was gibt's hier? Oh, ein Sühnerkreuz. Können wir hier lesen? Karel Buschmann. Na, Mensch. Also der schnellste ist er echt nicht, ne? Auf dass er hier über die Brücke will. Hier durchs Seitentor. Mahlzeit. Sanfte Grüße. Da hinten kommt er angesteppt. Mann, Mann, Mann. Wenn man hier immer so zeitlich abhängig ist von den anderen, ne? Oh, eine Schenke. Hier gibt es noch eine Schenke. Ah, da guck. Ja. In so einer Schenke kann man nämlich auch würfeln, zum Beispiel. Bürgerin reden. Okay. Aber da haben wir ja erstmal nix. Aber kommt da. Na, da hinten erst. Oh, das kann sich nur um Stunden handeln. Ich hab alles verloren. Mein Heim, meine Familie. Oh, war schon zwischendurch. Zack. So, immer noch. Pickel? Heißt du ernsthaft Pickel? Ey. Ein Bürger. Aha. Ein Wächter. Sicher. Warum sollst du reden? Oh, haben wir jetzt hier irgendwie unterwegs was verpasst? Muss ja fast. Ach, guck, hier ist er abgebogen. Ah, hier wollen wir rein. Ja. Tatsache, haben wir was verpasst. Sü. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Bei eines Ritters kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich im zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Genug geredet. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zugeht. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Ich sage es nur ungern, aber das war gar nicht schlecht. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug.
Gut, dann lass uns anfangen. Oha. Dann mal los. Okay. Der war voll ins Schwarze. Den machen wir richtig nass, den Carbon. Aber er hat noch gar nichts getroffen, der Affe. So. Boah. Ach, 13 Punkte, das würde er wohl nicht mehr schaffen. Mit zwei Pfeilen. Bäm, Junge. Guckst du blöd, wa? Ha! Ja, das habe ich nicht erwartet. War vermutlich nicht dein Tag, Herr. Ich sagte ja, meine Hand ist steif, seit ich beim letzten Jagdausflug vom Pferd fiel. Meine Hand ist steif. Ich denke, du schuldest mir eine Revanche. Wie wäre es mit einem Duell auf dem Übungsplatz? Wenn du willst. Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Hey. Lass uns gehen. Ach, du ahnst es nicht. Auch schön, dass der kein Schwert hat. Das macht's natürlich für mich einfacher, ihn Platz zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen buggy, aber ist ja nicht schlimm. So, eins soll nur zum Vorteil reichen. Weiche Knie? Weiche Knie? Gegen dich, Vogel? So. Du hast es mir wirklich gegeben, Schmied. Ja. Das war wohl nicht mein Tag. Ey. Alles in Ordnung, Herr? Mach dir wegen mir keine Sorgen, du verlauster Bauer. Ha. Wir sehen uns wieder. Behalte den Bogen. Er hat seine besten Jahre sowieso hinter sich. Ja, ja. Capons Jagdbogen. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, warum er jetzt gerade keine Waffe in der Hand hatte, aber hey, mich würde es interessieren. Wir haben astrein Jagdbogen bekommen dafür. Ich glaube, der ist ziemlich... Also entweder ist der ist richtig viel Geld wert und der ist noch gut haltbar. Also das finde ich sieht gar nicht so schlecht aus tatsächlich. Ja, und mit dieser Einstellung, mit bestandener Grundausbildung, werde ich wohl die Episode erstmal an dieser Stelle beenden. Wir haben eine ganze Menge gelernt, gesehen und erlebt. Und dann freue ich mich schon darauf, euch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig, als euch noch einen granatenstarken Tag zu wünschen. Macht's gut, bis dahin, ciao.